Jo Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts Reaching of Memories. Und ich würde sagen, wir machen mal weiter, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, bei Monstro war's. War es das? Monstro? Genau. Ach, da habe ich was vergessen. Ich sage ja, bei jeder Welt möchte ich eine Schatz. Nee, da war ich ja. Da habe ich ja schon eine Schatzruhenwelt gemacht. Egal. Ja Leute, ich sag euch eins. Kingdom Hearts ist eine neue Kurmittel für mich. Denn, sag ich mal so, das ist viel entspannter als Alien Isolation. Viel entspannter. Ganz entspannter eigentlich. Okay, das haben wir ja letztes Mal gesehen. Jetzt kämpfen wir. Denn. Okay, das sieht cool eigentlich. Ach, bin ich auch nur, die helfen mir. Ey! Was? Okay. Ich muss kurz warten. Und okay. Fire! Fire! Oh nein. Oh, danke. Freeze! Okay, erstmal kurz heilen. Power! Und ja, bitte. Fire! Und? Fire! Freeze! Noch einmal? Freeze! Courage! Na! Oha! Ich muss kurz warten. Donald! Ich möchte sterben. Nein. Alter, wie unfair spielst du nun? Spielst du nicht mit unteren Mitteln, weißt du das? Alter, wie knapp ist das denn? Okay, gut. Ey. Alter. Dafür brauche ich, glaube ich, mehr Leben. Oder ich muss einfach noch einmal versuchen. Das liegt einfach daran, dass ich, glaube ich, schlecht organisiert bin. Ich glaube, ich brauche mehr Magie. Nahkampfangriff würde ja nichts bringen. Okay. So. Okay, so würde es besser klappen. Ich habe doch bessere Chancen. Kurz warten. Ach komm. Mit deiner ekligen Säule. Wie? Ah, okay. Now I understand. Oh, das ist deine Hilfe. Heil mich doch. Alter. Richtig unfair. Fire! Okay, gegen Magie ist aber schon anfällig.
Abwehr. Mensch, warum merkst du mich nicht? Ja, freeze! Ja, genau. Noch mehr Magiezauber. Gut, das werde ich jetzt machen. Jetzt werde ich ein extra Deck machen. Nur mit Magie. Set. Hä? Er hat gesagt, dass ich das haben will. Ach so, okay. Dafür brauche ich... Okay, ein paar Karten, natürlich. Noch. Zum Beispiel das. Und vielleicht könnte ich noch... Nee, Genie am Ende. Und Wunschgestirn. Und diesmal ein bisschen weniger. Diesmal mache ich ein Hyperdeck. Nee, das würde eh nichts bringen. So, jetzt ein bisschen mehr Magie. Moment. Und natürlich sehr viel. Heilen. Und natürlich, damit ich noch machen kann. Einmal das zur Sicherheit. Und was könnte ich noch gebrauchen? Das natürlich. Ja komm, legen wir auch mal rein. Ach, hier hat noch nicht Genie aktiviert. Merke ich gerade. Dann noch einmal. Ja, und eins muss ich auch noch machen. So. Gucken wir kurz. Davon habe ich noch nichts. Dann nehme ich das mal. Und ich könnte noch mehr Sachen reinmachen. Ne, stopp, nicht. Vielleicht ein Vita? Dann nehme ich noch einmal das hier. Da habe ich aber noch eine Karte übrig. Ah, komm. Oh nein. Nee, das geht auch nicht. Ist auch nicht. Ich habe nur 16 frei. Okay, dann... Nee, das geht auch nicht. Ach komm, lass mir frei. Habe ich jetzt zweite oder erste Deck ausgerüstet? Das werden wir gleich sehen. Ah, ich habe das erste Deck ausgerüstet. Fire! Oh Mann. Ah, okay, ich hab einen Plan. Nein, oder? Okay, kurz weg. Warum funktioniert das nicht? Weil das Spiel mich nicht lässt. Ne? Und
Oh, Leben. Leben. Volles Leben. Links, links, was? Aber gut zu wissen. Er schreit so lange. So. Nein. There. Fire. Okay. Fire. Courage. Oh ja. Beim nächsten Mal aktiviere ich das. Weil genau. Freeze. Nice. Oh Mist. Muss mal ein bisschen zurück. Oh. Ah, Goofy. Kann ich 3 benutzen? Was? Wie, ich habe ihn besiegt. Hätte ich mir keinen zweiten Deck machen sollen. Ja, toll. Aber das war es natürlich nicht, weil ich glaube, es gibt 2 Formen. Weil Hälfte des Lebens war ja noch da. Wie kann ich ihn besiegen? Ich habe es genau gesehen. Da waren noch 2 oder ein Feld übrig. Hilfe, ich habe Angst. Björkno, sei tapfer. Wie? Gib nicht auf, versuch dich nach draußen zu kämpfen. Sei tapfer. Ich versuch's. Alles klar. Wie stark ist er denn? Björkno, alles in Ordnung? Keine Angst, alles in Ordnung, bin bloß ein bisschen klebrig. Hoffentlich hast du nicht gelogen. Aber ich habe eine tolle Idee. Der Herzlose hat mich ausgespuckt, als ich Rabatz machte. Das könnte doch auch bei Monstro klappen. Natürlich, mit etwas Glück hustet uns Monstro aus. Tolle Idee, dringen wir in den Inneren vor und probieren's. Ich komme mit. Nein, zu gefährlich. Komm schon. Du sollst bei Geppetto sein. Was nützt Monstro zu entkommen, wenn ihr wieder getrennt werdet? Überlasst das uns. Wahrscheinlich habt ihr recht. Seid vorsichtig. Ich glaube, der wird uns trotzdem verfolgen. Schlüssel des Seins. Und jetzt machen wir weiter. Kurz gucken. Müssen wir ganz schön weit latschen. Besser gesagt, keine Ahnung wie lange. Aber oh, ich gehe erstmal heilen. Habe ich vergessen. Ich wollte natürlich heilen, sonst ist es ja blöd. Und dann speichere ich auch noch direkt. So. Perfekt. Gut. Kein Level Up, was ich sehr schade finde. Aber man kann man ja nicht alles haben. Gut. Kommt ihr mit? Wenn ja, dann ist ja schön. So. Vielen Dank. Und jetzt natürlich weitergehen. Wir müssen ja den lieben Sora den Weg zeigen. Oder Geppetto und Pinocchio hier rausfinden. Moment mal. Okay. Hoffentlich dauert die Katze nicht allzu lange, damit wir den Boss bekämpfen können. Das wäre schön. 0. Okay, von 5. 7.
10. Komm, wir nehmen mir das. Und ja. Weiter geht's. Ach, hier sind wir. Weiter geht's nicht mehr. Ja, ihr müsst auch hoch. Bereit? Dann machen wir mal ordentlich Rabatz. Es wäre einfacher, wenn wir jemanden zum Kämpfen hätten. Perfektes Timing, wir kriegen Besuch. Ach, nur diese Gegner? Okay, ganz schön viele Gegner. Aber hoffentlich nicht mehr. Oh. Ich lese es, um die Leiste zu finden. Für die Leiste vorgegebene Zeit. Ich brauche einfach nur. Ha. Oh ja. Ja, ich brauche euch, dann bekomme ich. Da kommt nur die Gegenfrage. So. Stufenanstieg. Und was habe ich bekommen? Dumbo. Dumbo? Okay, Schallschock. Ja komm, nehmen wir das. Haben wir lange nicht mehr einen. Okay, Fege über das Kampffeld und mehr alle Gegner in deinem Bar mit bis zu 7 Attacken. Drei unterschiedlichen Typs. Ah. Okay, das kann ich machen. Puh. Was jetzt? Es klappt. Mozo muss gleich niesen. Achso, wir sind in seiner Nase. Ey, das war einfacher als gedacht. Viel einfacher als gedacht. Na ihr? Aua, aua, jetzt weiß ich, wie es ist, die Kanonenkugel zu spielen. Wo sind Jokno und sein Vater? Sie sind weg, sie haben es wohl rausgeschafft. Ohne dich, Jimmy G? Und ich dachte, vor seinem Gewissen gäbe es keinen drin. Macht nichts, solange es den beiden gut geht. Aber vielleicht braucht er mich wirklich nicht mehr. Was? Wie meinst du das? Die kleine Puppe konnte richtig und falsch nicht voneinander unterscheiden. Aber er hat es weit gebracht. Vielleicht braucht er Jiminy Grille nicht mehr. Vielleicht kommt er ja ohne meine Gesetze GZ besser zurecht. Weißt du noch, was Geppetto gesagt hat? Es gibt doch nichts Schöneres, als mit seinen Lieben vereint zu sein. Ich wette, Pyokno kann es kaum noch erwarten, dich bald wiederzusehen. Wer weiß, vielleicht hast du recht. Ich habe recht. Ich habe immer recht. Und wie kommen wir jetzt raus? Punkte. Und? Vita. Ne? Kann mich ja verkaufen. Jetzt auch mit uns. Das tut überhaupt nicht Monstro weh, glaube ich. Und erstmal speichern. Weil wir es geschafft haben. Und wie lange haben wir gebraucht? 5 Minuten. Okay. Und wie gesagt, wir haben noch 3 Minuten. Hoffentlich schaffen wir das. Weil jetzt, wie immer, kommt jetzt ein Cutscene. Darum würde ich sagen, bis gleich, Leute. So, what is the one you said out to remember about that other daughter? Just bits and pieces. Maybe you could try telling us some more stuff about her. Who knows? It might even help you remember other things. Well, she was quiet and always drawing. When we'd go to the beach, she'd draw a picture instead of swimming. Sometimes she'd draw us too. She was really good. I remember Riku and I fighting over who she'd draw next. But one day, she was gone, just like that.
think the grown-ups knew the reason. They might even have tried to explain some of it to me. But I was little. I probably didn't understand what was happening. I remember crying after she was gone. But that's all. I still don't remember her name. Oh, I bet you remember it in no time. I must point out, Sora keeps remembering things instead of forgetting them. It seems to me, forgetting things may be the only way to reach the memories buried deeper down inside each of us. So we should forget in order to remember? Like those guys said, our most precious memories lie so deep in our hearts that they're out of reach. All that stuff about finding being losing and losing being finding, I didn't get it at first, but maybe this is what they meant. Gore, Sora, I think I'm a little jealous of you. How come me and Donald and Jiminy aren't remembering more of the stuff from our memories? Come on, Goofy! Let's get going! We gotta forget things faster! Ach man, erstmal wollten die nichts vergessen und jetzt wollen die es einfach. Überleg doch, woran du dich alles erinnerst. Bald fällt dir auch ihr Name wieder ein. Ich habe schon ein Bild. Könnte ich mich bloß wie du an so etwas erinnern? Dann geht's weiter. Hoffentlich an Cutscene. Also bis gleich. Just as we intended. We'll continue with our plan. Let's see how far this group will go. You had your fun on the first floor. So this time, it's my turn. I'm not going to just give it to him. Don't break him. Well, do I detect a soft spot? I'm not gonna break the toy. I'm not dumb. Don't forget. Sora is the key. We need him if we're going to take over the organization. I know that you're in on it too. Okay, Leute, ich würde sagen, wir werden die ganze Cutscenes noch mal im nächsten Part sehen, also ab Sora. Und dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.